Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise zur ersten Folge, meine Freunde, zu Kerbal Space Program, das ja noch sich in der Beta-Phase, also in der Entwicklung befindet. Man könnte sich das vorstellen als so eine Art Mischung von Minecraft und Spore in den Weltraum hinein. Man hat die Aufgabe mit so einem kleinen Kerl, den ihr hier seht auf dem Bildschirm. Hallo, kleiner Kerl! Wink zurück! Nein, ich weiß gar nicht, ob er hier winkt. Man hat so eine Aufgabe mit diesem kleinen Kerl in den Weltraum zu gelangen und kann sich da ein Schiff bauen. Doch, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sollen ja zum Mond eigentlich kommen. Deswegen werden wir mal... Also ich habe jetzt hier noch nichts gespeichert. Also, man kann jetzt ein neues Spiel machen. Mit, machen wir mal, oh Comic, hat dann die Möglichkeit aus Sandbox und Career Mode und ich habe es jetzt noch nicht wirklich großartig angezockt, deswegen machen wir einfach mal, probieren wir so ein bisschen rum. Beim Sandbox Mode haben wir ja die Möglichkeit, alle Teile und so weiter, habe ich schon einen Comic gespeichert? Eigentlich nicht, oder? Ja, hier haben wir alle Teile und, ach ja, von außen hat man übrigens ja gesehen, ne? Hat man hier verschiedene Sachen, die Lande, die Startbahn, hier noch so diese Startphase, dann so ein Tracking Station, das Vehicle Assembly Building und Space Plane Hangar. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob wir ohne Vorkenntnisse überhaupt einen Start zustande kriegen würden. Ich werde jetzt erstmal anfangen, so billig wie möglich irgendwas zu bauen. So wie es die Russen immer gemacht haben. Das wird dann auch im Karrieremodus so sein, dass man dann forschen wird. Hier unten laufen auch die kleinen Forscher schon lang. Dass man dann forschen muss und so weiter. 1800, 1800, 1600, 905. Das hier ist das Billigste, glaube ich. Das ist das Allerbilligste, was wir nehmen können. Was haben wir hier? Lander Can. This cozy capsule seats too and it's very lightweight. However, do not expect it to survive atmospheric entry or even a sneeze. Okay, also es wird den sphärischen Eintritt nicht überleben und auch keinen Nieser. Ja, gut. Das ist dann einmal unser Raumschiff. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Fuel. Tanks, also so ein paar Füllungs, Tanks, würde ich sagen, für das Ganze. Was haben wir denn hier? Fuel Tank, Jet Engine, nee, wir brauchen erstmal einen Fuel Tank. 1600, 225, oh, das ist billig. So kann man dann noch einen drunter dran basteln, 225, 850, hier, 850. So, da haben wir gleich zwei untereinander. So eine Rakete besteht ja im Normalen auch immer aus mehreren Stufen. Was ist das hier? Fuel Duct. Kann man damit irgendwas anfangen? Könnte man jetzt hier dran. Weiß nicht, ob das was bringt. Breakthrough at flooded dynamic have made the FX Fuel Duct a reality also citizen by me. Ding, Momo, Search, Paper. Naja, wird schon irgendwie passen. Muss man sich dann später wahrscheinlich mal reinfitzen noch. 750, 600, 800, 800. So, das ist auch die günstigste. Das ist der günstigste. Ah, der passt hier nicht wirklich dran. Ne? Na, dann nehmen wir den hier. Das war der günstigste Antrieb gerade, den wir haben. Und dann schauen wir mal, ob wir mit so einem kleinen Vehikelchen schon einen Start eventuell hinlegen können. Das ist ja jetzt hier nur erstmal so zum Austesten, sozusagen. Und die Startrampe lädt. Und da ist sie. Und unser Astronaut ist... Ah, Jebediah Kerman! Hi, Jebediah! Na, wie geht's? Ich hoffe, du hast dich für unseren Start bereit gemacht. Und wir starten in 3, 2, 1, go! Hallo? Ah, man muss natürlich auch noch den Schub etwas erhöhen, damit das Ganze hier anfängt zu steigen. Oh, wir müssen ein klein wenig korrigieren, die Richtung. Oh, ein klein wenig. Ein klein wenig. Oh,
Aber sie hält sich tapfer in der Luft. Hält sich tapfer in der Luft. Ich sagte, sie hält sich tapfer in der Luft. Ja, kleine Korrekturen. Wir steigen, Jebediah! Wirst du in den Weltraum fliegen oder wird dein Fuel vorher aufgebraucht sein? Oh, er freut sich. Oh, Jebediah freut sich. Er freut sich riesig, an diesem Projekt teilnehmen zu dürfen. Und was mir gerade auffällt, wir haben, glaube ich, gar keinen Fallschirm oder sowas für unsere Kapsel, falls wir denn abstürzen sollten oder ähnliches. Ich denke, dann wird er einfach eines traurigen kleinen Todes sterben. Aber es hält schon relativ lange durch hier, unser Raumschiffchen. Es steigt schön. Ja, schön. Ah. Und da ist der Mond. Das ist eigentlich immer das Ziel, den Mond zu erreichen und wahrscheinlich, ich schätze mal, auf dem Mond auch zu landen dann. Wenn es dann in der Vollversion komplett ausgereift ist. Momentan ist es ja noch in der Entwicklung. So ein bisschen. Komm, bleib auf dem Punkt. Bleib auf dem Punkt. Jebediah, du musst ein bisschen gegenlenken. Ja, sehr schön. Ding, ding, walla, walla, bing, bing. Eieieiei, komm schon, Jebediah, du schaffst es. Jebediah! Oh, 9000 Meter, 10.000. Wir sind noch nicht in der Atmosphäre, so wie ich das sehe. Irgendwann sagt er ja, glaube ich, dann auch im Orbit angelangt oder so. Da müsste dann so ein Schild auftauchen oder sowas mit Orbit. Das Ganze kann man sich auch vom Weltraum aus angucken. Wir sind jetzt da und steigen immer weiter. Aber natürlich, um zu lenken, sollten wir vielleicht dann doch lieber wieder in den Kommandostand wechseln. Was ist jetzt? Im Weltall kann keiner deine Schreie hören, glaube ich. Jebediah lacht noch, also so schlimm kann es nicht sein. Hoffe ich zumindest. Jebediah, halt euch! Steig. Jebediah Kerbal. Ja, Kerbal Space Program heißt das Ganze ja. Oh. Ich glaube, wir müssen zu dem grünen Ziel hin. Glaube ich jedenfalls. Oh, unser Fuel geht aus. Langsam, aber sicher. Oh, jetzt ist der Liquid Fuel auch durch, wie es ausschaut. Sind wir jetzt im Weltall? Schweben wir immer weiter hinauf in die unendlichen Weiten? Aber wir können noch steuern, obwohl es sich im Weltraum befindet und keinen Antrieb mehr hat, können wir noch steuern. Na toll. Das nützt mir aber nichts ohne Antrieb. Ich versuche einfach hier auf dieses grüne Fadenkreuz zuzusteuern. Ich hoffe, das ist korrekt. Correctumento. So, gegensteuern. Ein klein wenig. Yes. So. Ah, jetzt sind wir hier auf dem Weg zu dem grünen Fadenkreuz. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, aber es. Wenn wir das hier erreichen, sieht es so aus, als würden wir wieder runterfallen. Jebediah, was machen wir denn da? Jebediah hat die Raumstation verlassen. Jebediah, was machst du da? Du musst dein Raumschiff fliegen. Jebediah? Nicht loslassen. Heldenhaft fasst er die Kapsel wieder zurück und gelangt wieder an Bord. Ein Glück. Jebediah, was machst denn du? Man kann ja also auch die
Kapsel verlassen. Kann die Kapsel verlassen? Oh, oh, wir geraten in Turbulenzen. Ah, ich kann es nicht mehr halten. Also es erinnert mich gerade so ein bisschen an die Szene von Stanley Kubrick. Aber Jebediah lacht noch. Es scheint ihm ja gut zu gehen, auch trotz dieser Bewegung. Oder sieht es so aus, wenn ihm schlecht wird? Jebediah, was machst du? Wie kann ich dir helfen? Oh, 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 oh. Ah, das geht dann hier wieder runter und er stürzt dann ins Meer. Ah. Ich glaube, wir sollten den Flug hier abbrechen und nochmal zurück ins Space Center gehen. Ich glaube, wir brauchen mehr Schub, mehr Power. So, hier haben wir den Fuel. Gut. Raketen haben ja auch meistens mehrere Phasen, die man so absprengen kann. Ah, ein Dekuppler. Das heißt, man könnte den doch dann bestimmt. Das ist aber ein bisschen groß. Gibt es da nicht noch einen anderen? Rocket Mark Brand Adapter. Governmental Pressure und so. Ne? That's why we're finding an adapter to connect its own path to that of its competitors. As much as the CEO hated it, however it was the Brand Adapter. Deppeli Enchancer. Structural Fuse Ledge. Adapter the baseline. Nose Cone System. Kann man das auf die Nase draufsetzen oder was? Nee. Radical Decoupler. Detachment. Decoupler. Oh! Ein Bicoupler, also mit Zweien wahrscheinlich hier. Ja. Nett, nett. Der hier, kleiner? Ah, sehr. Ah, ah. Schön. So, jetzt haben wir einen Dekuppler. Und jetzt können wir natürlich noch einen Fuel Tank anbauen. Einen kleinen, aber feinen. Oder gleich mehrere untereinander. Huch. So zwei. Warum nicht? Jetzt werde ich wahnsinnig. So, ja, größenwahnsinnig, würde ich mal sagen. Haha, er ist dran. Das wird die Erfindung des Jahres. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen auf der anderen Seite. So, nochmal genau den gleichen auf der anderen Seite. So, ist es symmetrisch? Ja. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch einen. Jebediah. Ich hoffe, du hast dir Raketenflügel angeschnallt. Denn jetzt geht's auf in den Weltraum. Die unendlichen Weiten. Oh, das war der falsche. Bin ich ja mal gespannt. Dr. Evil. Ja, und ob das überhaupt starten kann und ob es fliegt, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.